Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen Theme Park anspielen. Ich bin mal gespannt. Das ist von den gleichen Entwicklern von den Jurassic World ist. Ich bin da mal sehr gespannt. Wir müssen aber erstmal Lautstärke anpassen. Lautstärke, Menüstumme, Parkmusik. Nochmal 70 runter. Lautstärke anpassen. Das können wir alles anlassen. Soundeffekte stumm. Nein, 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 nein. Farbe der Benutzeroberfläche. Ich hoffe, das kommt bei euch so gut rüber, wie es hier aussieht, also mit den Grafiken. Dunkelblau. Ah, okay. Wir lassen uns groß. Aber ich sehe nicht, dass hier sich hier irgendwas tut von der Benutzeroberfläche. Das werden wir gleich sehen. So. Ich habe gestern schon versucht, das Video aufzunehmen. Aber ich hatte die Zeit vergessen, ich habe angemacht, habe hier was gesucht und was gefunden. Und ich konnte halt nicht spielen. Weil wir die Kleine dann aus dem Kindergarten holen mussten. Und zwar, ja, das habe ich abonniert gemacht. Sind 3 MB. Also ich habe jetzt ein bisschen was drauf. Man kann hier Sachen suchen. Das ist ja gut. Im Workshop, was andere gebastelt haben, so wie es aussieht. Oder das sind halt durch die Pakete, die man hat, da kann man dann einzelne Sachen runterladen. So, stöbern. Wir können hier zum Beispiel Laden und Service. Automaten und was weiß ich alles. Meine Uploads habe ich jetzt nichts. Auch hier Star Wars könnte man jetzt einfach sagen, hier besuchen. Dann kann man sagen, hier runterladen. Muss man kurz warten. Mein Netz ist gerade nicht so toll. MB. Mal gucken, macht er vielleicht im Hintergrund oder so. So, wir werden jetzt Karriere oder so nicht. Wir werden ein Sandbox-Spiel machen. Ich will selber. Laubwald. Laubwald. Ich will selber einen Park machen. Also das habe ich alles gemacht und ich habe auch schon jetzt gesehen, wie es aussieht, so Landschaft und so. Und dann kam Frau und sagen, oh nee, nee, ich habe nicht mehr. Ich habe mir immer gewünscht, dass so ein Spiel für die Konsole kommt. Zeit ändern.
können das Wetter anpassen. Cool. So, müssen wir uns erstmal ein bisschen zurechtfinden. So. Hoch und da hoch. Drehen, 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 drehen. Okay, 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 okay. So. Dann würde ich sagen. Also L1, L1, L1. Geht doch schnell durch. Wir machen mal einen Weg. Achso, man kann auch mehr machen. Ah. Kohlesache. Und die Breite. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, na gut. Ja. Wenn nur vielleicht. Wie bei Jurassic Park, bei meinem Park. Ja. Wir haben auch rückgängig. Ah, so wird dort da ein Schuh draus. Ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Zurück. Das läuft ganz gut. Na, wir machen ja extra ein Sandbox-Spiel. Wir wollen ja gucken. Von hier kommen sie. Ja, finde ich gut. Ist ja nicht mal so schlecht. So. Dann machen wir nochmal einen Weg. Ist ja gut, Maus. Hoppala. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. So. Ja, gehen ein Stück weiter. So. Lieber ein bisschen mehr Platz. Und einmal zurück. Hoppala. Okay, läuft alles ganz gut. Auch schön flüssig. So. Dann werden wir mal eine Attraktion bauen. So. Wir bauen am Anfang erstmal ein paar Buden. Achterbahn. Ah, oh. Ich habe damals so Teampark gespielt. Oh, das war toll. Da konnte man so viele Sachen machen. Aber das ist ja schon Jahre her. Service Good Boys. Okay, wir werden Service. Ganz wichtig. Close. Wir werden. Aber die werden wir nicht so offensichtlich machen. Oh. Okay, wir müssen nochmal wegmachen. Oh Gott. So. Und zwar.
habe ich mir das so überlegt. Ja? Was? Nichts. Post. Habe ich mir das so überlegt, wir möchten ja, wenn wir in den Park kommen, nicht gleich Klos sehen. Deswegen werde ich die hier so ein bisschen verstecken. Wir werden erstmal normale Häuschen bauen. So. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Oh Gott, hier ist so viel. Ey. Weitere Filter. Wir machen mal jetzt hier nur Front hier. Und hier Workshop. Festlich, Märchen, Stadt. Pirat. Och, Piraten ist auch geil. Festlich. Planet Coaster für, oder Science Fiction. Oh, geil. Wir nehmen mal nur die Planet Coaster. Also normal Planet Coaster, ganz normal stinknormale Sachen nehmen wir einfach mal. Würde ich jetzt mal sagen. Ist ja nur zum Größen. Alle. Hm. Laubwald. Nichts. Retten. Das lassen wir frei. So. Wie viel gibt's denn hier? Servicegeschäfte, da wollen wir hin. Die haben wohl viel drin, also wenn, muss ich dazu, ich habe es ja schon jahrelang nicht mehr gespielt, Mensch, ich habe es vor 15 Jahren gespielt, auf dem PC damals, aber da ist schon wirklich ein Haufen dazu gekommen, ey. Steckt man ja nicht mehr so drin. Wechseln. Ah, hier haben wir die Kategorien. Hotel, okay. Restaurant. Das nehmen wir als erstes. Mhm.
konzentrieren. Drehen. Ah, okay. Wir müssen gucken, wo hier der Eingang ist. Das ist, glaube ich, das. Wir machen so. Ach, falsche Taste. Mensch, ich muss mich erstmal an die Tasten gewöhnen hier. So, dann haben wir hier was zu essen. In Hotel. Da würde ich aber sagen, Hotel. Ach Gott, ich muss gucken. Ach Mensch. So. Ach, hier ist der Eingang. Ach Mensch. Hingedonnert. Aber wir hätten das mal noch ein bisschen weiter vormachen können. So ein bisschen weit ab vom Schuss, würde ich sagen. Du willst ja, wenn du in den Vergnügungspark gehst, willst du ja... Was für einen Adventskalender hatte? Was hat sie denn hier im Adventskalender gehabt? Ich kann nicht, nimm auf. Habe ich dir gesagt, ich mache ein Video. Aber ich will noch das zeigen. Was hast du damit schön, das mein Engelchen? Oh, was ist denn das? Ein Koala-Bär. Meine Tochter kam gerade. Sie hat im Adventskalender einen Koala-Bär. Und? In der anderen? Zeig mal Papa doch das andere. In der anderen Hand? Was hast du in der anderen Hand? Schokolade. In welche Form? In Koala-Bär von oder? Danke. Eine Glocke. Zeig mal Papa. Eine Glocke. Kann die auch läuten? Glocke läuten. Ja. Glocke läuten. Kann die läuten? Ja. Ja. Entschuldigung. obwohl, wir können wir ja so lassen. Glocke. Scheißegal. Sieht nämlich auch nicht mal so schlecht aus. Dann kann man... Milchschokolade. So. Dann Geschäfte, was haben wir denn hier? Ist der Koala schön? Wir müssen sortieren. Was haben wir hier essen? Geschenke. Geschenkeladen, genau. Oh ja, Geschenkeladen. Der ist ganz wichtig. Cola hauen. Cola hauen. Cola? Welche Cola? Oh, was kommt? Oh, welche Cola, mein Schatz? Josie ist in ihrem Zimmer. Josie ist im Kinderzimmer, glaube ich. Ach so, okay. Dahin. Oh, jetzt steht es mitten in der Luft. Ist ein bisschen ungünstig, wenn das Gebäude mitten in der Luft steht, würde ich mal sagen. Also das müssen wir nochmal zurück machen.
So. Servicegebäude, das. So. Und was haben wir hier noch? Fantastik. So, mal gucken. Das ist der Hintereingang. Wir machen mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht wollen wir ja noch Mülleimer oder irgendwas da platzieren. Oh ja. So, jetzt haben wir hier Geschenkshops verteilt. Wieso geht denn da keiner hin? Na egal. Wir machen erstmal weiter. Dann essen und trinken. Ach, da haben wir auch nochmal das Große. Oh, jetzt habe ich die ineinander gebaut, oder? Ah, na doch, ist noch Platz. Ist noch Platz. Die Mama stellt es auf den Tisch im Wohnzimmer, ja? Street Fox Coffee. Was haben wir hier noch? Ach Mensch, das war doch eben gerade so gut. So. Dann haben wir hier alles, was mit Trinken zu tun hat. Dann werden wir hier die Fressbuden auf die Seite ballern. Das ist ganz gut. Damit habe ich bei Jurassic Park gute Erfahrung gemacht, wenn ich so eine schöne Fressmeile hatte. Von allem, was hatte. Klar kommen die auch noch verteilt über den ganzen Laden. Je nachdem, was gerade am besten läuft. Aber wenn du so eine richtig schöne Fressmeile hast, das ist richtig gut. Oh. Das habe ich. Kann ich auch Sachen wieder löschen?
Okay, das. Achso, ich muss Personal noch holen. Aber ich würde gerne dieses Gebäude halten. Ah, okay, wir können auf dieses Gebäude klicken. Okay. Können wir das wegmachen und dann können wir die Fressbude noch mal neu hinbauen. So. So, jetzt funktioniert die Fressbude vernünftig. So, aber da geht auch keiner hin. Wir müssen mal gucken, ob wir hier Weg. Warteschlange. So, bauen wir immer noch mal einen Weg. Aber dann immer schönes Pflaster. Hoppala. Thank you.
Leute. Länge 1, Breite. Noch mal gucken. Weg. Weg. Oben. Ach, Wegverbindung, es war nicht an. Wegverbindung war nicht an. Dann werden wir das mal anders machen. Man muss sich erstmal reinfuchsen. Das ist halt. Thank you.
So, dann machen wir Weg nochmal neu. Weg. Mann, wieso gehe ich dann immer raus da? Hier, guck mal, hier habe ich es gerade hingekriegt. Hier musste ich so machen. Warum geht das? So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das anders hinkriegen. Weg und Weg löschen, 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 löschen. So. Und dann nochmal Weg bauen. Ist ja wieder so kacke geworden. Ach. Weg. Es ist echt toll, dass du so viele Möglichkeiten hast. Aber muss ich erstmal zurechtfinden. So, und dann nochmal Weg. Das ist gut. Oh, das ist toll. Das ist toll. Dich ist toll. So, jetzt können wir einmal im Kreis gehen und da können wir nachher Dekomaterial hier rinballern. Irgendwelche Schilder oder was weiß ich. So. Oh, ich komme schon wieder tief. Zum Neigen. Ich habe total trockenen Hals, sorry. Ich hab noch Wasser. Mehrere Läden haben keinen Verkäufer. Oh. Wir toben uns einfach mal aus. Wir sind ja in der Sandbox, also haben wir Techniker. Sicherheitsdienst. Oh.
Verkäuferin. Noch einfach mal ein paar Verkäufer und platzieren die hier und die laufen schon hin, wo sie sein sollen. Ja, wir bräuchten auch dann mal ein paar Attraktionen und dann jetzt an die Kleinigkeiten. Ja, für Märchen und so haben wir ja. Ich packe jetzt einfach mal von hier ein paar hin. Science Fiction habe ich jetzt nicht so viel. Da müsste man dann noch irgendwie extra Figuren runterladen können oder so. Ich glaube, ich habe nicht alle aktiviert ja gerade. Aber wenn er Standard. Die teilen sich ja nach und nach so ein bisschen auf. So. Automaten. Geldautomat. Geldautomat. Klos bräuchten wir. Oh, fällt mir gerade ein. Szenen, hier haben wir doch. Oh yes. Ja, das ist nur sowas. Ich würde
gerne was mehr mit Süßigkeiten haben wollen. Sichtschutzbarrieren können wir auch machen. Bäume, Felsen. Ich habe es da offen gelassen. Naja. Ist ja alles nur zum Testen erstmal. Und das ist Pirat. Ist auch cool, dass du jetzt nicht teilweise nicht so die Begrenzung hast, dass du immer nur dahin bauen kannst, wo jetzt kein Weg ist, dass du ja teilweise auch bis auf den Weg bauen kannst. Ist manchmal nicht so toll, aber für die Freiheit ist es toll. Achterbahn, Fahrgeschäfte. So, wir machen ja jetzt einfach mal Fahrgeschäft. Oh Gott. Ne, das ist weg. So. So, vor und zurück, ja. Also mal geht's nah ran, mal nicht. Also ich weiß es nicht. Achso, R2 und L2 war zoomen, genau. So, wir wollen jetzt mal bei Fahrgeschäfte. Ja, ein Loop ist cool. Ein Loop ist cool. Der muss gleich hier vorne hin. Warte mal, ich habe ich glaube, ich ist da dann auch wieder. Irgendwas ist da hier wieder denn im Busch. Machen den lieber dahinter. Na, noch ein Stück weiter. So. So. Eingang platzieren. Wir platzieren den Eingang hier. Und Ausgang platzieren wir hier. Eingang platzieren wir hier, weil, habe ich mir fast gedacht, wir haben noch einen. Okay, also dann, das kann ich nicht. Also muss dann gleich beim Ausgang ein ganz normaler Weg hin. Geil. Ja, stimmt. Gut, also wir müssen Eingang und Ausgang berücksichtigen. Was haben wir denn als nächstes für ein Fahrgeschäft? Swift Drift. Oh, machen wir mal so ein Swift Drift. Da habe ich eine Idee. Da habe ich eine Idee. Was ist denn, wenn wir das einfach hier Testzwecke mal. Lass mal so ein bisschen frei, dass man hier noch einen Weg durchbauen könnte, wenn man wollen würde. So, das ist der Eingang.
das ist der Ausgang. Mit dem Eingang. Okay, also das geht nicht. Oh, na gut, das war halt ein bisschen schräg gebaut. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber man kann halt nicht mehrere Eingänge nebeneinander ballern. Das geht schon mal nicht. So, Ausgänge geht. Gut. Was haben wir denn noch für Fahrgeschäfte? Was haben wir denn hier Schönes? Klick. Das mal so, ich habe eine Idee, ich will mal was testen. So. Den Eingang machen wir dahin. Und den Ausgang bauen wir einfach daran. Ah, das passt. Das funktioniert. Das funktioniert. Also jetzt das nächste Fahrgeschäft. Das würde ich dann schon eher hier ransetzen wollen. So, haben wir hier auch noch Platz für noch ein paar Fahrgeschäfte. Was haben wir denn noch Schönes? Das ist alles so schaukelmäßig. Oh, ein Riesenrad. Ja, ich möchte ein Riesenrad. Bitte, bitte, jo. Oh, das machen wir am besten hier hinter. So. Eingang. So. Gott, hier ist so viel und ich hab nicht mal alles aktiviert, ey. So, aber wir wollen jetzt auch noch eine Achterbahn bauen. Wir wollen eine. Ach, die hier. Genau, die will ich bauen. Oh Gott, die ist aber groß. Die können wir ja hier hinten hinsetzen.
kann ich denn das jetzt? Kommen die Leute gar nicht ran da. Ach so, kannst du alles löschen? Ach du Scheiße. Also da hast du... Oh, ja, da kannst du viel machen. Nehmen wir das. Wie kriege ich denn da das? Die sind da oben. Wie soll ich denn den Weg daran kriegen? Da muss ich erstmal gucken, wie man das macht. Dann machen wir Achterbahn. Die baut alleine Treppen, aber ich weiß noch nicht, wie ich Treppen bauen kann. Muss man sich erstmal mit zusammenfuchsen hier.
haben wir denn noch? Oh ja, das. Genau. Also ein richtig klasse Fruchtding. Mir fehlt ein. Ist aber meckern auf hohem Niveau. Mir fehlt so ein bisschen. Das angezeigt wird, hier ist ein Eingang. Wisst ihr noch, bei den alten Spielen war immer so ein, bei dem ganzen Bild, wenn jetzt so eine Achterbahn war, so eine Art Pfeil immer noch mit dran. Jetzt kann man sich das ja selber machen. Klingt auch doof, aber ihr wisst, wie ich es meine. Aber bei denen, wo es fest ist, so jetzt wie bei der Achterbahn, da würde ich mir wünschen, dass da irgendwie so ein kleines Pinüppelchen dran ist, dass man sagen kann, ey, da ist ja der Eingang. Weil für mich sieht das hier nicht wie ein Eingang aus. Obwohl da die Schrift dran ist. Wir sind schon wieder eine Stunde fünf dabei. So, speichern. So, schnell mal ins Hauptmenü, sonst bin ich hier noch 5 Stunden dabei. Ich finde sowas echt entspannt. Das Einzige. Das Einzige, was mich jetzt da so ein bisschen halt, wie gesagt, stört, ist halt, dass man bei diesen festen Dingern nicht sieht, hier, pass auf, der Ausgang und der Eingang ist da. Wenn man schon nicht justieren kann, das würde ich, oder ob man die einfach nur ranpacken muss, dann müsste man die Story für spielen, denke ich mal. Ich wollte aber mit Absicht nicht Story machen, ich wollte es selber kennenlernen, weil ich habe, ja doch, vor 15 Jahren, ach Quatsch, länger her. Ja, doch. Ja, 2000, zwischen 2003 und 2005 war das, wo ich das gespielt habe. Also die Vorgängerversion davon. Also nicht so eine schöne. Und die hat mir auch sehr gefallen. Auch Team Hospital und was das da damals gab, auch auf der PlayStation. Und dann hat mich das immer gewurmt. Ich bin eigentlich nicht der PC-Spieler. Ich habe das immer auf der Konsole damals gespielt, PlayStation 1. Und ich bin dann wieder zur Konsole zurück und dann hat mich das halt immer gestört, dass es sowas halt nicht für die Konsole gab. Es gab kein Team Hospital, kein Team Park, sowas alles gab es gar nicht für die neueren Konsolen. Das gab es alles immer nur für den PC. Und das, auch Point and Click Adventure war sehr, sehr, sehr wenig. Und da bin ich jetzt schon mal froh, dass das jetzt endlich da ist. Es gibt es für die PS4, für die PS5. Ich spiele es gerade auf der PS5. Ich kann es euch zeigen. Hier, das Menü kennt ihr ja. Ist PlayStation 5 Menü. Also ich spiele es auf der PlayStation 5 mit 4K und HDR. Warum HDR? Ja, weil das Spiel automatisch, also die PS5-Spiele haben automatisch HDR. So, ich hoffe, das angezockt hat euch gefallen. Es ist ein bisschen lang. Vielleicht mache ich nochmal ein 4K HDR-Video demnächst. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, seid euer Odin.